Hey, hier ist Ruffy und damit herzlich willkommen zu der Preview-Analyse, zu der Preview der 57. Folge von Dragon Ball Super, beziehungsweise die Preview zu der 57. Folge von Dragon Ball Super, die in der 56. Folge gezeigt worden ist, nur um das klarzustellen für diejenigen, die immer noch nicht Bescheid wissen. Und ja, die Preview war, ja, ich würde sagen, ein bisschen kürzer, da war jetzt nicht so viel, wo man wirklich spekulieren kann. Was ich aber noch sagen möchte, ich bin mir ziemlich sicher, dass noch eine andere Preview kommen wird, wo noch ein, zwei Szenen dazukommen, weil das war jetzt in den letzten zwei Wochen immer so, ich habe es jetzt verpasst, ich möchte jetzt auch nicht länger warten, deswegen, wie gesagt, stellt euch darauf ein, dass da auf jeden Fall noch ein, zwei Szenen dabei sein könnten, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, aber wie dem auch sei. Wir sehen halt, dass Goku anscheinend gegen Black kämpft. Das haben wir im Vorfeld der heutigen Folge schon gesehen, der Folge 56. Und wir sehen, dass Goku, glaube ich, doch nicht so die schlechten Karten gegen Black hat. Ja, wir sehen ja, dass er sich teleportiert, dass er Black auch mal ein bisschen überrascht, sage ich mal. Und wie gesagt, dass er halt doch bessere Karten hat, aber noch nicht in die Kaioken geht. Deswegen glaube ich sowieso nicht, dass die Kaioken eingesetzt wird, weil ihr müsst immer noch im Kopf behalten, die Kaioken mit der Super Saiyan Blue ist zwar eine Technik, die enorm stark ist, aber auch eine Technik, die mit enormen Risiko verbunden ist. Klar, im Turnier der Universen sah das jetzt ziemlich einfach aus, aber es ist eine 10% Chance, deswegen, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr großes Risiko, was Goku, glaube ich, nicht ein zweites Mal riskieren wird, wobei es natürlich immer noch Goku ist, der dann auf jeden Fall uns nochmal überraschen kann, aber ich persönlich würde vom aktuellen Stand nicht davon ausgehen, dass er den Super Saiyan Blue Kaioken benutzen wird. So, wir sehen, dass Black anscheinend mit diesem Schwert auch weiterhin kämpft und dieses Schwert ein fester Bestandteil seiner Technik ist. Ich finde es sehr interessant, das anzusprechen oder sehr wichtig, das anzusprechen, weil das auch ja ein bisschen auf Zamasu anspielt, weil Zamasu hat, wie gesagt, auch diesen einen Barbarien mit den fünf Fingern mit so einer Mini-Klinge getötet. Das Ding ist auch, bei der Szene hat man halt die Farben ein bisschen verändert. Ich blende das auch hier ein. Vielleicht sah die Klinge genauso aus wie die Klinge von Black. Würde dann heißen, dass Black so eine Art Schüler von Zamasu ist. Aber Leute, ich sage euch eins zu Black und Zamasu. Ich könnte jetzt hier drauf eingehen, aber ich mache nochmal ein Video zu der wahren Identität von Black, denn ich bin mir fast sicher, dass es jetzt eigentlich schon mehr oder weniger klar ist, aber das Video wird dann die Tage kommen. Wie gesagt, das ist ja sowieso nicht Teil der Preview, deswegen keine Sorge. Wie dem auch sei, was mir in der Preview die ganze Zeit aufgefallen ist, wo verdammt nochmal ist Vegeta? Wir haben Shots, die weiter oben sind, die das ganze Feld, ich sag mal, in Betracht nehmen und, oder das Feld, das ganze Feld sehen, aber ich sehe nicht Vegeta. Wo ist er? In der letzten Folge oder in der heutigen Folge haben wir gesehen, er wurde besiegt, ja, aber er ist wieder aufgestanden. Und wie gesagt, das ist sehr komisch, erst nicht einmal zu sehen, das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Deswegen bin ich nochmal sehr interessiert daran, was mit Vegeta jetzt genau ist. Ob der jetzt irgendwie weggeflogen ist oder sonstiges, ist auf jeden Fall sehr, sehr strange. Was auch noch sehr strange ist, dass Trunks gegen Zamasu kämpft, würde ich in Anführungsstrichen sagen, denn Trunks ist so ein bisschen paralysiert. Er steht da ein bisschen gestunt rum und kann sich nicht bewegen. Und jetzt ist die Frage, wieso kann er sich nicht bewegen? Kann es vielleicht sein, dass Zamasu ein bisschen mit ihm geredet hat und ihm gesagt hat, dass er vielleicht Mai töten kann, Vegeta töten kann oder seine Mutter zurückbringen kann, aber dafür darf er halt nicht angreifen, denn wir wissen auch, dass die nächste Folge heißt die Geburt eines unsterblichen Gott Zamasu. Deswegen hat Zamasu auf jeden Fall Kräfte, die wir noch nicht kennen, weil der Kaioshin im Universum 7 ist tot, ja, also im aktuellen Universum, und im Universum 10 ist der Kaioshin wahrscheinlich auch tot, also Gowazo, den hat wahrscheinlich Zamasu gekillt, um an die Ohrringe zu kommen, sag ich mal, und das heißt, dass der Gott der Zerstörung in Universum 10 und in Universum 7 in der Zukunft tot ist, und das heißt auch, dass niemand sich in den Weg stellen kann, und das heißt ebenfalls, dass Zamasu vielleicht Kräfte hat, die komplett ungeahnt sind, weil man weiß noch nicht ganz genau, wie wirkt sich das aus, wenn der Gott der Zerstörung beziehungsweise wenn der Kaioshin nicht mehr da ist. Also deswegen kann Zamasu auf jeden Fall Sachen drauf haben, die wir gar nicht wissen können. Oder er blufft nur und lügt Trunks so ein bisschen an, sage ich mal. Man merkt auch an seinem Lachen sehr, sehr stark, dass es vielleicht wirklich was sein kann, dass er Mai zum Beispiel sehr, sehr schnell töten kann und Trunks dann nicht angreifen möchte, weil er natürlich Mai beschützen möchte. Und dass da so ein kleiner Konflikt ist und deswegen ist er so ein bisschen, ich sag mal, paralysiert. Das würde auf jeden Fall so Sinn ergeben, weil das hatten wir auch sehr, sehr oft in ganz, ganz vielen Animes. Also ihr kennt das bestimmt, wenn ich sag mal, der Gegner so ein Druckmittel hat und der Protagonist sich nicht bewegen kann. Ja, das ist ja sehr, sehr oft schon gewesen in Anime generell, würde ich schon fast sagen. Wie gesagt, nächste Folge ist dann Zamasu, der unsterbliche Gott. Wir haben auch in dieser Preview gehört, dass Attacken auf Zamasu keine Wirkung haben. Jetzt stellt sich halt die Frage, ob das jetzt wirklich generell gemeint worden ist oder ob es so ist, dass Trunks das irgendwie so, ich sag mal, gesagt hat in der Art, weil er natürlich jetzt, im Bedrängnis steht, weil Zamasu so eine Art Druckmittel gegen ihn hat. Und ja, dann sehen wir auch am Ende das Kamehameha von Black Goku auf Trunks und Goku, und auch hier ist Vegeta wieder nicht im Bild. Bin ich
sehr, sehr verblüfft drüber. Also das ist zwar was sehr, sehr Kleines, aber ich fand das schon sehr interessant. Natürlich kann man sagen, die Previews von Dragon Ball Super wurden bis jetzt perfekt geschnitten und die haben uns sehr, sehr oft schon auf eine falsche Fährte gelockt. Deswegen ist da auf jeden Fall alles offen. Vegeta kann da sein, nur in den Shots wurde da nicht gezeigt. Das ist alles noch offen, aber für mich sah es jedenfalls danach aus. Finde ich auch sehr, sehr komisch, wieso Black sein Kamehameha nicht auf Vegeta richten würde. Klar kann er jetzt woanders stehen, wäre aber dann auch wieder ein bisschen komisch, wenn er dann ganz, ganz weit weg steht. Also, wie gesagt, ihr merkt schon, ich habe da ein paar Fragen zu Vegeta und das ist halt so das, was mich am meisten beschäftigt, würde ich fast sagen. Aber auf jeden Fall, wenn wir sehen, diese Woche kommen wahrscheinlich verdammt viele Videos. Ich habe mir schon so viel aufgeschrieben, ey, ohne Scheiß. Wenn ihr wirklich morgen schon das nächste Dragon Ball Video sehen wollt, dann, ja, haut auf diesem Video 450 Likes drauf. Ich weiß, ihr könnt das schaffen, wenn ihr wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann schreibt doch unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr über die Preview? Habt ihr irgendwelche Sachen entdeckt, die mir entgangen sind? Oder habt ihr irgendwas von Theorien her und so weiter und so fort? Würde mich auch sehr, sehr interessieren. Damit bin ich auch raus. Ich wünsche euch natürlich noch einen traumhaften Sonntag oder einen restlichen Tag, wenn ihr das später guckt. Und ja, bin damit auch raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!